Nichts für schwache Nerven. Tausende Zombies überrannten am Samstag Chiles Hauptstadt Santiago. Blutig, mit zerrissenen Kleidern und gruseligem Make-up versammelten sich die Untoten in Santiagos Zentrum und wanderten durch die Straßen der Metropole. Zombie-Umzüge wie der in Chiles Hauptstadt werden weltweit organisiert und finden meist vor Halloween statt. Der Event zieht immer mehr Menschen an. In Santiago waren es laut Organisatoren über 5000 Teilnehmer, die alle ziemlich kreativ ihre Kostüme gestaltet haben. Ein Teil des Gesichts ist ein Skelett, das andere ist ein Zombie. Ganz einfach gemacht mit Farbe und Toilettenpapier. Laut Organisatoren sollen die Umzüge die Toleranz der Zombie-Kultur fördern. Das Phänomen begann 2001, als im US-amerikanischen Sacramento zum ersten Mal die Untoten durch die Straßen zogen. Seitdem gibt es diese Events unter anderem in New York, Singapur und Frankfurt.